Hey und willkommen hier zu einer neuen Die Sims 4 Let's Build Reihe. Ich bin Daniel von SimFancy, das ist Del Sol Valley, die Welt aus dem werdeberühmten Erweiterungspack. Und ich baue, ja, eine XXL Villa, eine mega große Villa mit allen Packs. Schön, dass ihr reinschaut. Auch ein herzliches Willkommen an alle Kanalmitglieder, die wie immer die erste Folge jeder neuen Reihe, ja, mindestens 24 Stunden vor allen anderen angucken können, als kleines Extra für die extra Unterstützung. So, ich fange mal an. Ich möchte es so ein bisschen in der U-Form machen, das Haus. Weil wir müssen, glaube ich, dann auch so ein bisschen gucken, dass man da den Platz auch hinkriegt, ohne dass man zu lange Wege hat. Und ich will das mal einfach mal jetzt so probieren. Ich weiß noch nicht so genau, wie das werden kann und wird und soll. Aber wir stürzen uns da einfach rein. Ihr seid natürlich wieder eingeladen, in den Kommentaren hier zu schreiben, was ihr euch wünscht. Dann können wir vielleicht hier, machen wir da einen Pool oder hier einen Pool. Ist eigentlich egal, ne? Wir machen hier mal einen Pool, dann haben wir da mehr so den Gartenbereich vielleicht. Und dann lasst uns das Ganze gleich mal ein Stückel verschieben, denn wir müssen nochmal hier was einplanen, was eine coole Idee war, wie ich fand. Und zwar haben viele geschrieben, bau doch mal so eine Villa mit Helikopterlandeplatz und mit Basketballfeld. Und das machen wir auch. Wir bauen uns einen Helikopterlandeplatz, zumindest so dekomäßig. Aber da ist, glaube ich, auch besser, ne? Weil da die Palmen da nicht, das sind so die Palmen. Deswegen packe ich den mal hier hin. Wir packen den ganz an den Rand, damit wir möglichst wenig Raum verlieren hier auch. Und dann packe ich das mal so hin, dass wir da noch ein Kästchen in der Mitte haben, wo man dann auch quasi trotzdem mit der Treppe hier hochkommt. Ja, das ist jetzt ganz wichtig, wie gesagt, hier, dass da immer noch ein Kästchen Platz ist. Ist jetzt zwar nicht ganz ein Kreis, also man hat da so quasi noch eine Gerade an jeder, ne? Hier sieht man es da. Und da kann man dann eine Treppe andocken, weil bei diesen abgerundeten Teilen kann man ja keine Treppe andocken, das wäre ein bisschen blöd. Jetzt packen wir das Ding ein bisschen höher, dass es auch ein bisschen mächtiger aussieht hier. Ja. Wun, 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 wenn dann der Star oder was aus der Stadt kommt hier in L.A. Pseudo-L.A. Da kann der hier dann hoch, hochfliegen auf unseren Port hier, auf unseren Landeplatz. Was machen wir denn da? Irgendwie sowas, ne? So ein bisschen, oh, wir machen das vielleicht ganz schwarz aus. Auch. Das ist gut. Wir nehmen das mal und jetzt brauchen wir was Helles, dann nehmen wir was Weißes oder so, damit wir natürlich hier so ein Haar da drauf kriegen. Ja, da kann man auch wieder nicht schon das Buchstabending da ziehen, deswegen müssen wir das mal so machen. Ich glaube, so geht's dann, ne? Ja, sieht noch nicht ganz so schön aus, das Haar, aber es ist ein Haar. Man kann es erkennen, oder? Ja, ich hätte es noch ein bisschen höher gemacht, aber wie gesagt, es geht leider nicht hier. Wie sehen denn die Haars aus? Haben die da irgendwie noch, sind die so irgendwie die Haars? Ich weiß es nicht. Die sind, glaube ich, nicht so, ne? Sieht ein bisschen sind crazy aus, ja. Das ist gleich irgendwie so ein komisches Logo oder so. Denken alle, hey, das ist die Marke da. Ne. Wir machen das mal ganz normal als Haar. Ja, würde ich mal sagen, so ist gut. Dann können wir da gleich auch eine kleine Treppe runter. Habe ich auch so eine Gittertreppe da, die vielleicht. Die ist ganz cool. Kann man da mal gucken, dass man da auf jeden Fall auch runterkommt, ne? Ja, vielleicht machen wir da auch nochmal eine hin. Das kann man ja sicher ausdenken, ja. So. Deswegen. Okay. Ja. Ich habe auch ein bisschen CC mitgebracht, ist aber nicht unbedingt notwendig, denn es sind in Anführungszeichen nur die Fenster, sage ich jetzt mal. Und wenn man CC nicht in seinem Spiel haben möchte, dann kann man die einfach ersetzen. Na, Fenster, das geht relativ einfach. Da muss man nicht viel Skill haben oder so, um die zu ersetzen. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen, dass wir nicht zu groß bauen. Und ich möchte jetzt hier, wie gesagt, noch so einen Basketballplatz bauen. Wir machen den, glaube ich, auch auf so ein Fundament. Da können wir den an die Ecke hier machen, da kann man dann abends spielen. Ist auch immer ganz wichtig, wenn ihr auch baut, ne, guckt, wo ist die Sonne, morgens, mittags, abends. Ja, dass man da vielleicht so ein bisschen einplant, okay, da müsste ich vielleicht dann das Wohnzimmer hinmachen abends und morgens hier, ne, vielleicht hier die Küche oder die Schlafzimmer auf diese Seite, beziehungsweise hier auf die Rückseite, da kommt irgendwie nie Sonne hin. Mittags dann hier schön, ne, also hier schön die Öffnung dann auch. Dass man überall quasi nur Licht reinkriegt, halbwegs möglichst gut, natürlich dann entsprechend der Tageszeit. Ja, wo das Sinn ergibt. So, jetzt holen wir uns da vielleicht gleich mal so ein Gitter, damit die Bälle da nicht irgendwie runterpurzeln. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, vielleicht kann man das so machen. Und dann packen wir uns da den Basketballplatz rein. Ich gebe mal das direkt rein. Der ist ja, glaube ich, wo war der drin? In Großstadtleben, glaube ich. Ja, genau, das ist es doch. Dass wir da gleich mal... Oh, ist ja eigentlich ja falsch.
dass man da gleich mal auch guckt, ob die Dinger da jetzt reinpassen. Das ist nämlich immer ein bisschen Glücksspiel. Ich habe das so grob im Blick, wie groß das Ding ist. Und ich habe es sogar richtig geschätzt. Man könnte es noch ein Stück größer machen, damit der Basketballkorb quasi nicht im Feld steht. Aber das ist ja wirklich hier ideal, ne? Habe ich die 100%ig richtig hier. Machen wir das mal so. Und dann so vielleicht auch. Und dann das dann entsprechend. Oder andersrum ist es natürlich. Ja, natürlich andersrum. Ja. Ja. Ne. So. Machen wir das mal so. Ja, man kann die immer noch einfärben und so ein bisschen dann gucken. Aber ich möchte jetzt erstmal so die Aufteilung machen, damit ich das auf jeden Fall mal drin habe hier. Kann man auch ein bisschen zurückschieben da irgendwie. Das ist vielleicht auch noch möglich. Ja. Ja gut, aber wenn du da drüber wirfst, dann fliegt er auch runter. So ein bisschen geschützt zumindest. Vielleicht machen wir da auch nochmal ein, zwei Kästchen weiter. Wir haben ja den Platz hier. Ein Kästchen zumindest. Dass man das Feld nicht, ja, dass das nicht ganz am Rand ist, so. Das ist immer besser, wenn da noch so ein bisschen Luft dann ist. Dass man da auch so ein bisschen übertreten kann oder noch so, ja? Ja. Jetzt haben wir es doch eins größer auch. Machen wir das hier doch wieder kleiner eins, ja. Machen wir das so. Ja, oh, das ist toll. I like. Wir haben einen Basketballkorb, wir haben einen Pool, wir haben einen Helikopterlandeplatz. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Garage natürlich. Für so eine fette Villa, da braucht man eine Garage, auch wenn es keine Autos gibt. Ich hätte das gern gemacht. Wir probieren das jetzt mal aus, bevor ich den Grundriss hier weitermache. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen mehr Platz auch. Ja, wo machen wir denn die Garage hin? Machen wir die, die wäre jetzt da hinten eigentlich auch ganz gut. Lasst uns die mal, that's the question. Hier haben wir den Garten, dann wollten wir hier eher offen haben. Weil hier haben wir grün, ne? Da können wir nicht bauen. Und es wäre blöd, wenn der Basketballkorb jetzt, sag ich mal, hier stehen würde. Dann hätte man den mitten da irgendwie drin und dann, ja, das ist blöd. Dann kann man hier lieber schön irgendwas Schönes gestalten. Und dann hat man hier quasi noch die freie Wiese, den Rasen. Und da ist dann pseudomäßig der Grundstücksrand. Ja, und dann machen wir das nämlich hier oben auch offen. Das ist eh alles unser hier. Alles unser meins hier. Alles meins. So, Daniel, reiß dich mal zusammen hier. Jetzt machen wir eine Garage. Das ist natürlich die Überlegung. Wir machen hier vielleicht die Garage auch bündig zum Basketballfeld. Dass man hier quasi den... Das wird sich anbieten, weil die Rückwand von dem Basketball braucht man da nicht. Kann man das vielleicht so nochmal machen? Das ist doch cool. Ja, dann macht man hier so die Garage rein. Und jetzt braucht man... Ich glaube, wir machen das mal mit Dächern wieder, dass man da auf das Fundament hochkommt. Und zwar mit dem Schrägdach, dass man das so irgendwie macht. Dann müsste man hier so gucken, dass man da ein bisschen andockt. Was ist denn das jetzt hier wieder? Liebes Spiel, was machst du mit da für komischen Streifen rein? Hör mal auf hier. Ist ja ekelhaft. So, das reicht, ne, für eine Karre. Man muss wirklich die Relation da immer, das sind 64x64 Grundstück, das ist die größte Grundstücksgröße in die Sims 4. Wir müssen jetzt hier mal gucken, dass wir da, am besten machen wir das mit dem Wandtool, ziehen das vom Fundament her ab. Und dann packen wir dazu ran, dass wir da ein Fundament hoffentlich kriegen. Ja, jetzt macht er wieder den Scheiß hier. Kann ich das hier wieder wegmachen? Ja, jetzt haben wir nämlich die Schräge, weil sonst... Ja, bricht man sich da einen Arm ab, wenn man das manuell macht mit den Dingern da, ist das immer ein bisschen blöd. So geht's schneller. Jetzt hoffe ich, dass ich da noch das Dach hier andocken kann, ohne dass das hochhüpft. Ich hätte das aber nicht gern da oben, ich hätte das gern unten hier. So. Ja, gut, man kann es auch ein bisschen hier überstehen lassen dann einfach, ne? Man hat ja hier das verlängerte Dach, sag ich mal. So ist es doch fein hier. Was ist denn das immer für eine komische Linie da? Also das schickt mir jetzt hier wieder. Was soll denn das denn da sein hier wieder? Das ist wieder irgend so ein Buggy-Bug hier. Buggy-Bug. Ja, und jetzt können wir das vielleicht noch so ein bisschen auch erweitern, dass wir da auch nochmal sagen, hey, wir machen das hier so weiter dann auch. Und das so hat, das reicht für die Auffahrt, ja, oder? Ja, das reicht für die Auffahrt. Dann haben wir da nochmal was, da können wir da auch die Treppe, natürlich braucht man auch noch eine Treppe hier. So, netter Nebeneffekt. Das Ding ist dann auch barrierefrei. Wir haben eine Rampe. So, machen wir das mal so. So, hier nochmal so diesen. Ja, da müssen wir nochmal hier gucken, dass das hier so. Ja. Ja. Ja, wie macht man es hier jetzt? That's the question. Ist schön, dass das hier jetzt bündig ist. Man könnte jetzt da eventuell
Da ist so eine schöne, da muss eine breite Treppe rein. Und da ist wirklich in das Wandtool auch vielleicht ganz gut so ein Trick. Man kann hier mit Steuerung gedrückt halten auch die Fundamente ausstanzen, auch wenn da kein Raum ist, ne, mit dem Raumtool. Und dann hat man da Steuerung gedrückt halten und dann entfernt es, da statt es einen Raum baut, entfernt es hier das Fundament. Nehmen wir mal so ein bisschen Stein, vielleicht können wir da hinten so ein bisschen was mit Stein machen. Dass man da so eine schöne breite Treppe hat, ist auch gleich luxuriös, ne? So ein bisschen hier, können wir das hier vielleicht ein bisschen so machen, dass das so ist, dass das hier parallel ist wieder zum Grundstück, sage ich mal. Das brauchen wir dann vielleicht auch gar nicht, wobei das gar nicht so schlecht aussieht, wenn da noch ein bisschen was ist. Ja, ja, und da... Und da, und da, und da. Wie machen wir das denn jetzt? Eieiei. Also ich färbe das jetzt erstmal ein. Wir können da ja wieder auch so ein, ich weiß nicht, so ein Beton nehmen. Vielleicht auch sogar ein, na, schwarz vielleicht nicht. Vielleicht so ein Grau. Haben wir da kein Graubeton? Das ist immer die Blödigkeit ist da halt, dass die Dächer, man kann die nur in den, ach, das ist doch so ein Grau, oder? Das sieht so bläulich aus da in der Vorschau. Ja, das ist doch ganz gut. Man kann das hier auch mit Alt nochmal ein bisschen hier tricksen. Bisschen tricksen. Wir müssen auch nochmal gucken wegen dem Fundament, weil das macht ja auch was aus, je nachdem, was man da hat. Wobei da vielleicht auch dann so ein Stein ganz gut aus. Ich würde gerne so ein bisschen was mit Stein machen. Das sieht immer so ein bisschen luxuriös aus, ein bisschen hochwertiger, sage ich jetzt mal. Ja? So ein bisschen besonders dann auch. Und da haben wir auch schöne Steinfarben, verschiedene. Da müssen wir mal gucken, müssen wir mal ausprobieren. Und dann könnte man hier vielleicht, das muss ein bisschen imposant hier sein, oder? Dass man da vielleicht so ein bisschen mal guckt, dass man das da vielleicht dann doch nochmal eins zurück macht oder so. Dass man das hier so hat und dann braucht man da. Gut, der Eingang wäre jetzt hier eigentlich ganz praktisch, weil ich glaube, ich würde ihn aber trotzdem eher, also hier muss das Garagentor hin, sage ich jetzt mal. Hier muss das Pseudo-Garagentor hin. Ich würde auch wieder nicht das nehmen aus Großstadtleben. Die sind mir irgendwie zu schmal. Die sehen so ein bisschen schäbig aus. Dass man hier so das Garagentor quasi macht. Ich mache es jetzt mal so, dass man sieht. Bleibt natürlich nicht so. So, ne? Mehr würde ich mal so machen. Kann man so machen. So. Und dann... Jetzt wird es schwierig. Wir müssen das irgendwie gucken, dass man da jetzt... Ich würde es, glaube ich, so machen. Wir probieren das mal aus. Wenn man da oben irgendwie noch so quasi so ein Dach hat, hat man gleich hier so ein Vordach oder ne, das Haus. Und es sieht ein bisschen krasser aus einfach. Ne? Ein bisschen moderner. Und dann noch quasi so ein festes Vordach hat. 2-3 Kästchen vielleicht so irgendwie. Ja, und dann macht man da den Eingang rein. Dann machen wir den aber ein bisschen besonderer hier. Da würde ich stehen. Würde ich stehen. Wie machen wir den? Machen den so ein bisschen in die Nische rein auch vielleicht. So. Ja, was ist denn das hier für ein schwarzes Loch hier? What? Wenn man das so macht und dann hier eine Dreiertür. So vielleicht. Mal auch mal hier doppelte Wandhöhe. Wenn man das so macht, ich probiere das jetzt mal aus. Man muss sich da immer so ein bisschen selber helfen, ne, indem man das sich vorstellen kann. Da können wir auf jeden Fall hier so eine schöne Tür hier nehmen. Mal gucken, was wir da nehmen für eine Tür. Also erstmal egal, machen wir mal so eine Tür rein. Und ich möchte einen Wasserfall haben irgendwie. Ich möchte da was Krasses haben. Ich muss so ein bisschen, hier möchte ich eigentlich weniger, weil da muss man so ein bisschen da rumfahren so. Na, wenn man dann zur Tür reinkommt, dann ist man nicht direkt auf der Straße, in Anführungszeichen. Aber hier muss man irgendwie was machen, hier, was Geiles. Mal ausprobieren, ob wir das vielleicht ein Kästchen... Wie breit sind Wasserfälle? 3 Kästchen. 3... Das ist immer so schwierig abzuzählen. 6, 9. Dann müssen wir hier hin. Probieren wir das mal so. Und dann probieren wir das mal so. Und das auch. Eins zurück, bitte. Brunnen. Jetzt kommen wir zu den Brunnen. Wo sind die Wasserfälle? Ich glaube, hier sind die, ne? Ja. Chakalaka. Die müssten da jetzt genau reinpassen, wenn ich alles richtig gezählt habe. So, ja. Das ist schon mal cool. Und dann können wir da... mit da das nochmal eins zurück. Dann haben wir da nämlich auch 2 Kästchen. Und das kommt dann auch nochmal... eins... ja, entweder zurück oder vor. Ist eigentlich egal hier, ne? Ist eigentlich egal. Man könnte da sogar noch so einen Flügel oder sowas hinmachen, dass man da sagt, okay. Müssen wir mal gucken wegen dem Platz. Das wird wieder eine lange Reihe hier. Dass man das hier irgendwie wieder zurück macht. Hey.
Oder auf dem Stockwerk, wenn man es so macht. Ja, dann hat man da so was Eingelassenes. Und dann könnte man hier... Gut, ein Brunnen wäre jetzt gut, aber Brunnen kann man nur auf Boden platzieren. Machen wir hier so ein Wasser hin. Und das Ding, rechts und links, das machen wir mit so einem Stein. So ein Stein hier. So ein Stein. Oder machen wir den... Oh, das ist auch gut. Hinten dran nochmal. Ja, wenn das dann schön beleuchtet ist, oder so, ach, ist cool. Wenn man es so macht. Und man könnte den Wasserfall auch da, dann müssen wir gar nicht weiß machen, können wir auch, haben wir das so braun haben wir doch auch, ne? Nehmen wir das. Ja. Yeah. Wobei das Weiß auch so ein bisschen luxuriös wieder aussieht, ne? Das sieht so ein bisschen dann moderner aus. Das ist so ein bisschen clean. Machen wir das denn jetzt weiter? Machen wir denn das weiter? Wir brauchen da, glaube ich, doch drei Kästchen. Ich möchte das ein bisschen breiter machen, dass es ein bisschen massiver noch aussieht. Ein bisschen noch stärker hier. Aber das mal auch hier rüberziehen. Ist ja eigentlich egal. Erstmal. Dann das so macht irgendwie. Und dann. Wie machen wir das denn oben weiter? Machen wir da auch das komplette Ding? Dann wäre da auch mal ganz cool. Machen wir da massive Dinger dahin. Das ist gut. Dann könnte man hier da noch einen Innenbalkon rein oder so. Komplett verglast hier natürlich die Wand. Und hier machen wir mal dazu, dass das hier parallel ist. Das ist immer schwierig, so einen Grundriss da zu ziehen. Da muss man sich echt hier konzentrieren und dann dabei nur bubbeln. Hier, der Daniel, der bubbelt. Könnte man da natürlich auch so eine Art nochmal einen Pool reinmachen. Dann könnte man innen sogar. Ich würde aber, glaube ich, hier mal probieren, das hier komplett auch natürlich mit beleuchtetem Glaszaun zu machen. Und jetzt kommt die ganze Magic. Denn ich habe was mitgebracht hier von Mutzke. Das sieht man schon. CC-Fenster. Und warum nehme ich die? Ich nehme CC ja eigentlich nur, wenn es echt nicht anders geht. Und ich finde halt, bei so einer fetten Villa, da muss eine Vollverglasung möglich sein und nicht so komische Fenster mit so Rändern. Und ja, ne, das macht gleich was aus hier auch. Was ist da schon mit dem hier vollem Schatten hier? Wobei, wenn wir den Flügel da, ne, wo wir den weg hatten, hat man da wenigstens so ein bisschen Licht gehabt, oder auch nicht? Ne, hat man nicht. Ja, dann ist auch egal gerade, ne. Da vielleicht mal guckt. Ja, so ist es auch dann morgens. So ist es dann mal. Also ich kann mir das schon vorstellen. Man fährt da hoch. Man muss natürlich hier unten auch nochmal pflastern da, ganz, ganz klar. Und dann fährt man da so hoch. Da können wir auch noch ein bisschen kaschieren mit so Hecken und so. Ich zeig's mal, wie ich mir das vorstelle. Ihr könnt es dann in den Kommentaren verreißen. Wenn das hier irgendwie so macht und dann da vielleicht noch so ein paar nur. Wenn das wieder so ein bisschen auch sieht. So ein bisschen hier, so ein bisschen. Bisschen grün. Hey, das ist auch gerade so hoch, ne? Das ist auch ganz toll. So ein bisschen so macht vielleicht. Ja, hier ist es blöd, weil ich kann das Dach nicht weiterziehen. Ich möchte es eigentlich noch schmaler machen. So wäre es natürlich schöner, dann hätte man da die klare Kante. Aber das ist leider nicht so möglich, ne? Wenn man das jetzt noch weiter reinzieht, das ist ein bisschen schwierig. Dann fehlt wieder der Platz, ne? Dann ist es zu weit hinten. Dann kriegt man die Kurve da nicht mehr schön. Sieht es ganz gut aus. Da kann man schön den Bogen da reinfahren. Ja, deswegen lasse ich das mal so, wie ich es hatte, dass man das so ein bisschen breiter hat. Jetzt können wir da auch noch ein bisschen, da können wir noch ein bisschen rumspielen an dem Ding. Das ist noch nicht final hier, würde ich mal sagen. So, it is, wie es ist hier. Ein bisschen tiefer noch. Also mit Alt. So, jetzt hat man da eine leichte Kante, ne? Das ist okay. Okay. It's alright. Ja, es wird man schon mehr Licht. Das mal so, das verwirrt irgendwie voll mit dem Glasbalkon. Jetzt ist die Überlegung, machen wir da oben wirklich einen Raum auch hin oder doch lieber ein Dach? Das nimmt halt gleich immer das ganze Licht da raus, ne? Wenn das so ein Dach nimmt, wäre es natürlich auch schick. Oder man macht es doppelstöckig. Das ist noch krasser dann. Das ist noch krasser. Wenn man es einfach ein Stockwerk, mal dann mal komplett weg, wenn man es ein Stockwerk erhöht, das ist dann noch mächtiger auch. Wir müssen hier irgendwie zumachen dann. Wir müssen hier den Raum dann nach hinten ziehen. Und dann hier ein Dach drauf irgendwie. Da musst du so ein Vordach. Wenn man es so macht.
Macht man da auch gleich die Kante da weg. Macht man das so. Und dann kann man da auch wieder so Löcher reinstanzen. Das ist auch mal ganz schön. Jetzt müssen wir nur einmal erstmal abzählen, ob das überhaupt geht. Wahrscheinlich geht es wieder nicht auf. Doch, wir haben Glück. Yay. Ja, das muss natürlich hier aufgehen dann auch am Ende. Das ist doch mal gut hier. Dann machen wir das sowas. Das ist ja krass, ne? So ein schwebendes Dach hier. Dann natürlich eins zurück. Mindestens. Ja, das ist gut. Das ist gut. Dann haben wir auch ein bisschen Schattenwurf hier noch. Und wenn wir das dann noch schön machen, dann sieht das, glaube ich, auch gut aus. Also so ein bisschen, ne? Man muss dann hier das ein bisschen wieder höher machen da. Und das mal so. Sieht aus wie so eine kleine Ritterburg, dass hier einer einen Kindheitstraum verwirklicht hier, oder? So. Und dann packen wir hier jetzt mal, wir ziehen jetzt da mal einen Raum, dass wir das mal hier geschlossen haben. Dann machen wir jetzt da, brauchen wir das Zimmer hier, das ist so ein bisschen schwierig. Aber ich würde da eher nach vorne machen, hinten dann eher weg. Dass man dann beim Pool noch ein bisschen mehr Luft hat, weil da hinten können gut so irgendwelche Schlafzimmer oder so sein. Das ist ganz gut. Erstmal so. Da ist auch noch so ein Stück hier irgendwo hergekommen. Was vielleicht mal so macht. Und dann könnte man... Sollen wir das über Eck machen? Das wäre eigentlich auch ganz schön, wenn man das so ein bisschen innen nach innen lässt. Ich gehe mir auch nicht so weit da raus. Das ist ein bisschen arg lang. Das ist ein bisschen Schlauchraum. Das ist nicht so toll. Das ist immer ein bisschen schwierig, wenn man da so einen Schlauchraum hat. Und dann stelle ich mir das so vor, ne? Dass man hier auf jeden Fall so ein Überhang-Ding wieder hat. Dass das so übersteht. Das ist immer ganz schön. Und dann kann man nämlich die Geländer da nehmen und oben kann man dann... Ich ziehe es jetzt hier einfach mal auch zu. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das hier mache. Die Fläche ist mir ein bisschen zu lang. Aber vom Platz her reicht das eigentlich ganz gut. Da könnte man da dann auch wieder das gleiche Spiel machen, dass man das so macht. Oben dann immer ein bisschen schmaler hat. Vielleicht machen wir hier das dann so auch, dass man das so hat. Und oben drauf kommt dann natürlich hier so eine Doppelding. Hier geht es dann ein bisschen weiter, wobei man da auch so halb überdacht das gern machen kann. Dann kann man, ne, immer ein bisschen Sonnenschutz, aber trotzdem ist es nicht komplett irgendwie, ne. Und hier vielleicht würde ich es dann parallel machen und da dann eher nicht. Dann hat man noch ein Kästchen Platz, wir können auch noch eins zurückgehen. Dann mit einzelnen Halbwänden arbeiten hier, dass man da so ein bisschen die Form reinkriegt und hier natürlich dann das Geländer. Müssen wir uns sich auch überlegen, ob man da teilweise vielleicht auch Glas macht. Was auch mal ganz gut aussieht, ist, wenn man das Glas, was machst denn du jetzt da unten mit dem Zaun? Willst du mich jetzt verarschen? Wenn man das, ja gut, der nicht. Was ist denn der oder der da vielleicht? Muss man ausprobieren. Macht denn der das da unten da immer? Was ist denn das für ein blödes Ding? Also wir müssen es auf jeden Fall höher machen. Der ist nämlich so ein bisschen dezenter, der Zaun. Oder wir nehmen natürlich den aus dem Wellness-Tag-Pack. Der ist auch ganz cool. Der ist auch schön glasig. Dass man das, ne, dass man das so macht. Ich mach's jetzt mal komplett, dass das auf jeden Fall mal da ist. Wenn man das so ein bisschen variiert, nämlich hier, dass man das so macht und dann... Na, dann hier parallel vielleicht dann auch so ein bisschen. Das wäre auch schön, mal so ein Glaszaun mit so einer, ne, mit so einer Deckelding oben drauf zu haben. Auch mal ganz toll, dass man das so ein bisschen hier vielleicht dann auch so macht oder so. Das ist vielleicht ganz cool. Ja, ich würde es vielleicht dann doch, wir probieren es mal, ob wir die Halbwand vielleicht hier zwei, da will ich aber keinen Zaun. So, wenn das zwei Kästchen hier macht, dann sieht es ein bisschen stabiler aus. Und hier dann auch, dann machen wir das doch vielleicht eher so. Kann man machen, ne? Kann man sich überlegen, ob man das so macht. Ist auch ganz cool, wenn man es dann natürlich vollflächig dann macht. Ja, auch. Das hat dann so ein bisschen was, ja, Besonderes halt noch irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie ich sagen. Dann ist es nicht so langweilig einfach. Und man zieht so ein bisschen mehr natürlich auch rein dann. Ist auch ganz gut. Und dann hat man da was Schönes gestaltet sich.
Kann man sich hier noch überlegen, ob man in einer von diesen Ecken oder vielleicht auch Kompletto. Ah, natürlich nicht. Das so vielleicht auch macht. Dann hat das nochmal so ein bisschen Form. Man muss bei so Villen halt immer aufpassen, dass es nicht, wie gesagt, nicht so sehr nach Burg aussieht. Das ist immer so ein bisschen. Aber das ist auch ganz schön, wenn das so ein bisschen nach innen eingelassen ist, weil auch da kann man dann wieder diese rahmenlosen Fenster reinsetzen. Und man muss die, rechts und links den Rand hat man dann nicht, ne? Hier voll verglastes Dings hier. Das ist schon geil. Das ist schon geiler Scheiß hier, echt mal. Also wirklich. Kann man wirklich so sagen hier. Das ist echt krass. Voll toll. I like. Also so kann ich mir das gut vorstellen hier. Das kann man auf jeden Fall so machen. Wobei auch hier nochmal irgendwo an einer Stelle vielleicht auch den, was ist denn jetzt der Raum? Dass man den vielleicht auch an einer Stelle hier bündig macht oder so. Das kann man auch. Kann man auch tun. Und dann hätte man hier nochmal die Möglichkeit, quasi so ein Dach zu machen. Wenn man da unten auf dieser Terrasse da auch nochmal so ein Dach hat. Dann kriegt man auch gleich mal die breite Front so ein bisschen weg. Ist auch mal ganz schön, wenn man da so eine Nische hat. Dann kann man dann quasi raussitzen. Aber man sitzt dann trotzdem, ja, quasi geschützt irgendwo unten drunter. Das ist so. Windschutz oder so, ein bisschen so eine Nische einfach. Und man macht da eine Bar rein oder so. Das wäre auch geil. Wir können da eine Bar rein machen. Dass man das vielleicht dann bis zu zwei Kästchen oder so macht. Hinten dann die Barrückseite und dann die Bar selber. Die steht dann quasi auf dem Kästchen hier. Und dann, ja, da muss man so ein bisschen einplanen dann gleich vielleicht. Dann könnte man hier nochmal gucken, ob man da dann, weil das ja oben, ne, übersteht hier, dass man das hier nochmal so ein bisschen dann auch massiver macht, indem man das hier nochmal stützt. Stützt hier. Dann haben wir nämlich wieder so eine Glasnische. Ja. Oh, das ist ja toll, ne? Ist das der Hammer? Das ist der Hammer. Da kann man keine Schränke stellen in diesem Haus. Das ist wirklich so. Ja. Das ist doch cool. Das ist doch mal jetzt eine coole Sache, ja. Aber das darf vielleicht dann doch ein bisschen weiter. Ich finde das irgendwie immer auch. Ja, muss man ausprobieren. Das kann man immer noch gestalten dann so ein bisschen. Okay, jetzt machen wir hier mal weiter. Was haben wir da? Wir müssen irgendwie nochmal gucken. Also ich würde, glaube ich, schon ganz gern so ein doppelstöckiges Wohnzimmer machen. Das ist leider hier mit den Fenstern auch nicht so leicht möglich, weil die haben dann immer ja, man hat immer immer den Übergang halt zum anderen Stockwerk. Aber ich glaube, ich fände das ganz geil, wenn das zumindest hier dann so über zwei Stockwerke geht. Und dann könnte man zentral quasi komplett mit dem Eingangsbereich auf der anderen Seite. Sieht aus wie so ein UFO hier, echt mal. Das Wohnzimmer reinpacken. Ne? Also hier hat man ja den Eingangsbereich, das ist ganz gut. Hier hat man dann den Wohnbereich. Auf der Seite kommt dann voll die Sonne rein. Und dann kann man das hier, wir machen das mal, wir ziehen das einfach mal durch. Sehen, das hier ist so ein bisschen der Gang, ne? Machen wir das mal so. Hier auch, dann haben wir da zwei Kästchen, dann lassen wir das mal. Ja, lassen wir das mal so. Und dann guckt man hier, dass man da auch das eventuell hier dann auch packt. Ah, das ist jetzt wieder schwierig, weil dann haben wir den Balkon, aber das geht. Das hier dann ziehen. Und wo war das andere? So, nochmal gucken. Sicher ist sicher. Hier ist das. So. Und jetzt kann man da, wir können ja auch das halb offen machen, das wird auch gehen, dass man da vielleicht, let me have a look at it, wir haben ja keine komischen Dächer, die das irgendwie uns dann versemmelt, dass man da hinten so dann den Treppenaufgang oder so macht, so, und das dann aber ausstanzt. Könnt ihr euch das vorstellen, so, ne, das ist cool, das ist richtig geil, so ein richtig offenes, bam, ne, dann hast du die City vor Augen, du. Yeah, that's the game hier. So, jetzt gucken wir, dass wir hier dann irgendwo die Treppe hoch machen. Die muss schön zentral sein und natürlich in der Nähe des Eingangs. Ich würde das mal irgendwie probieren, dass wir das vielleicht. Man könnte die auch außen zum Wohnzimmer. Ist auch mal ganz schön, wenn das so eine Treppe dann runterkommt. Man kann auch die mal probieren, irgendwie so irgendwie zu machen. Nicht ganz bis oben, liebes Spiel. Und die vielleicht so machen. Dann kann man da nicht mehr durchlaufen. Kann die auch hier an so einen Rand hin machen, dann hat man nicht so viel Platzverbrauch. Das ist vielleicht auch ganz gut, dann müsste die dann schon so rum machen.
Das ist, glaube ich, besser. Ja, so rum ist, glaube ich, besser als so eine Quertreppe. Ich hätte aber auch ganz gern eher so eine ohne Streben. Das wäre so cool, wenn da diese Planken, sag ich mal, diese Stufen aus der Wand einfach rauskommen. Na, die sind dann an der Wand fest. Und die haben dann nicht so, aber das, ja, Wunschtraum. So, das ist cool. Dann hat man da so quasi das Treppenhaus in Anführungszeichen. Dann kommt man hier zur Tür rein vom Haupteingang. Ich nehme da jetzt einfach mal irgendeine Tür. Die halbwegs passt. Dann hat man hier den Flur. Wohnzimmer, hier kommt man hoch, dann hat man, also man muss ja echt gucken, also mehr denn je, es ist wichtig, kurze Wege zu haben natürlich, relativ kurze Wege und natürlich dann die Flurgestaltung dann entsprechend auch so zu haben, dass man die Zimmer auch noch ausnutzen kann, weil man merkt dann gleich schon mal, hey, so viel Platz habe ich ja gar nicht. Ja, also verhältnismäßig sieht es irgendwie größer aus, als es dann nachher doch ist. Und dann muss man gucken, wie kriegt man die Zimmer unter. Ja, es wäre nämlich jetzt auch hier dann gut, dass man da dann quasi so das hier vervollständigt auch. Dann hat man hier quasi den Flur, dann hätte man hier ein Zimmer. Muss man auch hier wieder gucken, dass man da vielleicht doch noch irgendwie Fenster reinkriegt. Man muss auch zu diesem Zimmer kommen. Das heißt, wir machen, glaube ich, sogar am besten hier so ein Bad rein und haben dann hier den Flur noch. Den müssen wir dann auch drei Kästchen mindestens machen. Hat man den nämlich da so auch ganz gut. Dann hat man da noch ein bisschen Luft. Hier könnte man eventuell sogar ein WC reinmachen in diese Säule da oder so. So ein separates WC, da kann man ja auch nie genug haben. Die mal pieseln müssen, dass sie nicht durchs halbe Haus latschen müssen. Dann machen wir das mal hier so erstmal die Aufteilung. Dann haben wir hier ein Zimmer, da ein Zimmer und hier ein Zimmer, will ich jetzt mal sagen. Das sind auch schon alles aus. Das sind schon, ich sag mal, die Gästchen hier. Wow. Das ist ein Bett hier, ist 2x3. ja, ist klar. Ja, man kann da auch so überlegen, vielleicht macht man da auch zwei draus oder man macht da ein Fitnesscenter rein oder so. Man braucht ja auch so eine Art. Ja, es ist eine XXL-Villa, das ist das Thema. Das Thema ist das Thema. Jetzt könnte man sich hier noch was überlegen, indem man das Ding vielleicht auch mal so reinzieht. Wir ziehen uns das hier rein. Danke, dass du mir das Dach jetzt rausmachst. Oder was? Wo bist du jetzt hier offen? Da bist du offen. Die ganze Wand ersetzen hier. Da wollte das Spiel wieder hier schlau sein, ne? Nix ist hier. Wir brauchen hier nämlich auch einen Boden. Was machst du denn jetzt da? Was machst du denn? Jetzt hast du wieder die Wand weggemacht, Mensch, hier. So, und da. Jetzt mache ich alles kaputt. Man da nochmal runter gucken kann, hat man nämlich hier auch gleich quasi den offenen Flur und hier dann entsprechend wieder 2-3 Zimmer oder so, das kann man sich dann einteilen, wie man will. Vielleicht auch nochmal hier Badezimmer oder so, müssen wir nochmal die Aufteilung, gucke ich nochmal mir an, dass man das so irgendwie gestaltet, sehe ich, müssen hier auch nochmal gucken, wegen dieser Form. Hier hat man abends schön Licht hier, das ist gut. Ja, da können wir auch nochmal hier, machen wir das so. Das geht auch noch, komm. Vielleicht ziehen wir da auch irgendwie noch so, vielleicht machen wir auch zwei Zimmer und in der Mitte dann ein Bad oder irgendwie so, also dass man das irgendwie freier macht. Das müssen wir gucken, da haben wir nämlich das Loch. Das müssen wir eh fixen. So, da la. Jetzt dürfte das hier dunkel sein. Das ist schon mal geil, dass das so klappt. Ja, machen wir das mal so. Dann haben wir hier das große Wohnzimmer. Jetzt wäre es natürlich gut, wenn man anschließend die Küche hat. Hier haben wir die Bar. Wie gesagt, ne, morgens kommt hier die Sonne, wird hier eher dann so die Küche machen. Morgens ist man da eher. Und hier würde ich so eine Art Partybereich, Loungebereich oder so, wobei wir das auch hier schon haben. Wir haben echt zu viel Platz hier. Was will ich mit der Garage tun? und da haben wir auch. Es ist echt um Mäusemelken hier. Also das wird eine große Villa. Wir brauchen auf jeden Fall, dann können wir uns ja dran hangeln, dass wir sagen, wir brauchen auf jeden Fall so viel Schlafzimmer, dass da eine Achterfamilie mit 8 Sims ewig Platz hat und dann noch die Hobbyräume hat. Ja, ja, das ist eine XXL-Villa. Da kann man sich noch ein Indoor-Schwimmbad reinhauen, du. Sollen wir das machen? Sollen wir auf dem Flügel hier ein Indoor-Schwimmbad reinmachen? Mit Wellnessbereich dann oder so. Das wäre natürlich schon geil.
Ja. Hier ist halt auch total cool für eine. Wir müssen hier irgendwie den Flur machen. Dass man vorne an der Fensterscheibe entlangläuft. Da kannst du eh nichts stellen oder so. Da kann man hier auch laufen. Und dann können wir das so machen, dass man hier quasi so den Flur hat. Und dann machen wir hier doch die Küche und das Esszimmer rein. Das ist schön dann raus. Mit Aussicht das Esszimmer natürlich. Hier zum Modern Star Villa, das kleine Ding dazu. Ah, geil. Ah, und dann kann man hier nämlich auch, ne, Esszimmer, Küche, dann hat man hier auch die Bar, das passt ganz gut zusammen für den Außenbereich. Wir können auch hier nochmal was uns überlegen, wenn man da die Bar hat, dass man hier eventuell so eine Art, so eine Lücke macht. Ich drücke hier wieder Steuerung. Die machen wir aber ein bisschen weiter vor, dass man das so macht. Wie groß ist denn so eine Couch? Ich glaube, eine Dreier, ne? Das nochmal eins weiter, so irgendwie. Drei und dann. Ja, so können wir das mal machen, weil da kann man hier, kann man das, das ist auch ganz schön immer, wenn man das so macht. Ist mir gerade eingefallen, als ich die Modern Star Villa gesehen habe, dass man hier dann, ja, so ein Lounge-Möbel, das ist der größte, die größte Couch, wenn man so ein Lounge-Möbel reinmacht. Und eventuell kann man sich sogar das noch ein bisschen erweitern und dann sagen, wir nehmen da ein Zweier. Wir machen in der Mitte dann die Treppe runter oder so. Wo ist denn der Zweier? Da ist der Zweier, dass man das so macht. Ah, brauchen wir nochmal ein Kästchen? Ist aber kein Problem. Jetzt wird es schon breit hier. Ja, da kann man sich viele Gäste einladen. Aber es sieht ein bisschen luftiger aus. Auch ganz schön. Nehmen wir auch da wieder den Stein vielleicht, dass man das Thema da fortsetzt. Kann man das so schön runterlatschen, ne? Hier natürlich kommt dann die, nicht du, das ganze Ding. Sondern nur so ein Eckchen hier bitte nur. Wenn das so macht, ist ganz cool. Na, natürlich hier dann Terrassenboden noch oder so irgendwas. Das ist natürlich heißer Scheiß. Ja. So eine Vorpool-Terrasse. Ey, wir haben so viel Platz. Leck mich am Arsch, ist das cool. Oh, ich freue mich. Okay. Ja, wir müssen natürlich hier noch alles. Es ist ein Megaprojekt, liebe Leute. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Also ich finde es voll geil, dass man da so diese Vollverglasung hat. Wir werden das Ding fortführen in der nächsten Folge. Das war die erste Folge. Jetzt habt ihr so meine Idee, meine Vorstellungen so ein bisschen. Jetzt seid ihr dran. Gerne kommentieren, wie ihr das findet, was ihr wie machen würdet weiter. Und wir gucken dann, wie ich das jetzt hier noch hinkriege. Ja. Wir gucken mal, wie ich das jetzt hier noch hinkriege. Mit euren Ideen. Das ist wirklich, ne? Sieht aus, wie wenn es verkleinert wäre hier alles. Ja, Laufwege incoming. Das war's, die erste Folge. Nächstes Mal geht's weiter mit der Modern XXL Villa. Bis denn. Danke euch. Daumen nach oben nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen hier zu dieser Reihe. Die Playlist findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung oder zu den anderen Reihen hier im Channel. Ja, Dankeschön. Bis denn. Ciao.